Es war einmal in der Arktis. Nein, nicht in der Arktis, sondern in der Arktis der Firma Arktis Software GmbH. Unser Dauer-Azubi Tobi beschäftigte sich wie jeden Tag mit der Aufgabe des Schneeschippens. Er schippte und schippte und schippte. Und irgendwann hatte er keine Lust mehr. Aber Azubi Tobi wäre nicht Azubi Tobi, hätte er nicht eine ultimative Idee gehabt. Ich habe keinen Bock mehr auf Schneeschieben. Denn er hatte von der Seite wetterpate.de gehört. Dort konnte man sich jetzt ein eigenes Hochdruckgebiet bestellen mit seinem eigenen Namen. Hey, das war doch mal was Feines. Endlich mal kein Schnee mehr, kein Matsch mehr, endlich mal wieder Sommer. Gesagt, getan, schnell waren alle Formulare ausgedruckt und dann fehlte nur noch ein entsprechender Name. Apple. So sollte das nächste Hochdruckgebiet heißen. Was können wir euch Schöneres schenken als Apple-Versandhändler, als ein Hochdruckgebiet, das Apple heißt? Schnell hatte Azubi Tobi alle Formalitäten ausgefüllt, die 300 Euro bezahlt und jetzt heißt es warten. Warten auf das Hochdruckgebiet mit dem Namen Apple und so lange schippt er noch und schippt und schippt. Und solange das Hochdruckgebiet Apple noch nicht geboren ist, schippt er auch morgen noch.